Hallöchen, herzlich willkommen zurück bei Minecraft. OC Wolfersen ist wie immer am Start, die Katzen sind wie immer am Start. Unsere schöne kleine Welt ist am Start. Ich war gerade ein bisschen irritiert. Ich habe gerade gedacht, da ist eine Kuh drin, weil ich nur diesen schwarzen Arm gesehen habe oder was. Wir fangen wieder etwas Neues an. Was heißt neu, ist vielleicht auch ein bisschen viel gesagt. Ich nehme mal ein Boot mit. Ich weiß, wir haben eins im Hafen stehen, aber nicht dafür. Und ja, Klassiker, ne? Die Klassiker schlechthin. Ich will mal nicht übertreiben. Ich will mal nicht so sehr übertreiben. Ich muss mal von jedem ein bisschen was mitnehmen heute. Weil ich eine kleine Reise machen will, haben wir ja schon länger nicht mehr gemacht, in eine Richtung, weil ich mir gerade selber so wieder ein paar Folgen von mir selber angeschaut habe, in ein Gebiet, wo wir jetzt eventuell so gesehen noch nicht so oft waren. Die Frage ist jetzt, na gut, ich kann ja eigentlich mit der Lore hinterfahren. Ja, läuft. Ich hätte die vorher anschubsen müssen, geht aber auch so, los geht's. Und zwar nochmal in Richtung Gebirge, das ist das eine. Gebirge ist erstmal das eine. Vom Gebirge aus rechts hatten wir das letzte Mal irgendwann in einer der letzten Sessions einen Unterwassertempel gefunden. Aber was heißt Unterwassertempel? Ist auch zu viel gesagt, eigentlich mehr so ein... Ja, halt so ein Tempel halt, wie es Überwasser gibt, Unterwasser gibt, wo halt Kisten drin sind, dies, das. Da will ich hin und von dort aus mit dem Boot mal rüber pendeln, weil das sind dann Richtungen, in denen wir noch nicht so gewesen sind. Und ich will einfach mal gucken, ob da über dem Tellerrand hinaus vielleicht noch die ein oder andere coole Sache ist. Warte mal, wir fahren mal zum Basislager rüber, ja. Zu unserem Zwischenbasislager. Von da aus, glaube ich, sind wir da... Also ist es dann nicht mehr ganz so weit. Ich bilde mir ein, dass wir da mehr oder weniger nur über diese Berge da drüber weg müssen, als wir damals wie ein Blöder gesucht haben. Die kann ja mal dahinter fahren. Wie ein blöder Ochs haben wir hier gesucht nach irgendwelchen verwertbaren Sachen und sind dann irgendwie dahinter das Gebirgsbiom gegangen und hatten dann diesen Ozean. Die Frage ist, können wir vielleicht sogar über einen Fluss gleich dahin fahren? Das wäre vielleicht, glaube ich, am effizientesten und würde vielleicht auch am schnellsten gehen. Ich würde es mal probieren. Ich würde es einfach mal probieren heute an der Stelle hier. Inwiefern mir das jetzt gelingt, weiß ich nicht, weil es kann natürlich auch sein, dass wir jetzt gleich hier in eine ganz andere Richtung kommen. Aber das gilt es ja jetzt erstmal herauszufinden. Es sieht aber schon mal ganz gut aus. Also wir kommen da hinten jetzt erst einmal in diesen Wald, der sich ja jetzt hier so ein bisschen an das Gebirgsbiom anschließt. Dann aber geht es hier nicht mehr wirklich weiter. Das heißt, wir müssen es doch so machen, dass wir ein Stück zu Fuß gehen, weil es war eigentlich nicht so weit weg, bilde ich mir ein. Kommt jetzt hier wieder Fluss oder ist das doch eher so Wald wieder mit so ein bisschen Gebirge noch drin? Ich glaube, das könnte fast sein, dass da hinten dann schon dieses Ozean-Ding kommt. Hier sollten wir vielleicht, können wir da so Eisen und alles Mögliche haben, was jetzt aber nicht erstmal von allerhöchster Relevanz ist. Erstmal doch ein bisschen hier nach hinten. Die Frage ist halt wirklich nur, war es noch weiter hinten oder wo war es überhaupt? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, wir werden es rausfinden. Ich will einfach mal gucken, was wir hier noch so haben. Gar nicht so weit weg eigentlich. Und trotzdem weit genug. Tja, Freunde, dann hatte ich euch ja eigentlich mal so ein bisschen den Ansatz gebracht, dass wir auch andere Spiele noch mal ein bisschen let's playen wollten. Ich hatte wieder Bock auf Far Cry 3, ich hatte wieder Bock auf Half-Life 2 und alles so diese ganzen Retro-Klassiker, die ich als Kind hätte ich fast gesagt. Also vor ganz paar Jahren schon mal gespielt habe. Da oben sind zumindest Bienen. Also natürlich nicht als Kind, aber keine Ahnung, ist teilweise schon 10 Jahre her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Ich wollte es installieren, irgendwie
klappt das nicht mehr. Uplay gibt's nicht mehr, da mussten wir hier umswitchen auf Ubisoft Connect und so und irgendwie hat er mir dann das Far Cry 3 nicht mehr öffnen wollen. Ich habe da sämtliche Ratgeber im Internet durchgeschaut und geguckt. Ja, leider ohne Erfolg. Und hier sind Esel. Hier sind wir jetzt in diesem Strandbiom, was ins Meer reingeht. Jedenfalls habe ich es nicht gestartet bekommen. Half-Life 2 installiert er gleich gar nicht erst. Wahrscheinlich ist das dann doch alles ein bisschen inkompatibel. Diese alten Spiele auf dem neuen PC. Das kann ich mir jetzt leider nicht erklären. Es hat jedenfalls nicht sein sollen. Wir bleiben also erstmal noch bei Minecraft oder müssen irgendwann mal neue Spiele kaufen und die Let's Playen. Ich gucke bloß mal ein bisschen, ob es jetzt sinnvoller wäre. Eher so hier, weil das könnte ja fast schon wieder der Ozean sein, wo wir dann auch eventuell weiter rechts drüben dann schon beinahe unsere Bahngleisen haben. Oder doch da hinten, da sind Schildkröten, das ist auf jeden Fall schon neu, weil da haben wir ja schon diese Unterwasserwelt, die ja hier noch nicht ist. Das heißt, das ist noch einer der alten Chunks und da vorne ist schon einer der neuen Ozean-Chunks, die mit den späteren Versionen erst generiert sind. Das erkenne ich immer daran, dass da dieser Seetang unter Wasser ist. So, und ich setze mir jetzt einfach mal das Bötchen hier hin und fahre hier mal so ein bisschen herum. Einfach mal gucken. So, da hinten ist dieser Tempel. Also da hinten waren wir. So weit weg war das damals. Das konnte ich mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern. Ich habe echt gedacht, es ist näher. Aber ja, offensichtlich nicht. So, ich will aber jetzt einfach mal so ein bisschen hier umher paddeln, gucken. Hier sind jetzt erstmal nur normale Waldbiome. Wie gesagt, ob wir irgendwas komplett Neues finden, ob wir was Geniales finden. Vielleicht sogar das ein oder andere Dorf nochmal, ich weiß es ja nicht. Auch die Geschichte mit den Azaleen und diesen üppigen Höhlen, das hat mich ja auch so ein bisschen gebrannt. Das hat mir schon sehr gut gefallen, eigentlich in so eine Höhle nochmal zu gehen. Wäre auch geil auf einer Art. Auf der anderen Seite brauchen wir das ganze Zeug ja nicht mehr, weil wir es ja inzwischen überall haben. Die Leuchtbären und Konsorten da hinten ist auf alle Fälle mal Schiffswrack. Da fahren wir mal hin. Und wir haben ja auch die Azaleen mittlerweile überall auf unserer Farm verstreut. Wir haben ein paar Azaleen haben wir direkt herangezüchtet. Ja. Also paddeln wir, machen wir einfach mal eine kleine Weltreise. Die Koordinaten vom Haus haben wir ja. Gucken mal, was wir so alles Schönes finden. Nehmen bestenfalls ein paar Sachen mit, ein paar coole. Das hier auf jeden Fall ist schon mal ein bisschen ulkig angeordnet hier, dieses Schiffswrack vermeintlich. Weil das mehr so im Sande hier verläuft. Hier ist aber eine Kiste und das sind schon mal ganz viele coole Sachen, die wir uns gönnen. Smaragde, Eisen, Lapislazuli. Cool. Ist ja schon mal ein Anfang. Manchmal, ich weiß jetzt nicht genau, manchmal ist hier auch noch mehr drunter an Kisten, aber in dem Fall glaube ich, ist das nur die eine. Ich kann es mir jetzt nicht so ganz vorstellen, zumindest, dass hier unten drunter noch was ist. Da werden wir wohl eher schon wieder aus dem Schiffswrack herauskommen. Ich kann es nicht genau sagen, dass das hier so ein bisschen auf Grund nur gelaufen ist und dass hier sonst nichts weiter ist. Aber gucken, bekanntermaßen kostet nichts. Manchmal ist es ja blöd, aber sieht hier erstmal nicht ganz so aus. Nee. Ja, komm, weißt du was? Das Holz muss ich jetzt ehrlicherweise auch nicht mitnehmen. Das würde ich mir jetzt mal einfach hier wieder als kleine Treppe nach oben bauen, weil Holz haben wir ja so viel. Weißt du, das muss ich jetzt nicht mitnehmen hier, weil wie gesagt, es kann ja auch noch sein, dass wir hier auf jede Menge, hupala, coole andere Sachen stoßen heute. Und demnach muss das jetzt so nicht sein, dass wir das Zeug jetzt auch noch mit uns rumschleppen hier. So, das heißt, das haben wir. Check. Fahre ich mal so ein bisschen auf dem Wasser hier rum. Gucke mich mal ein bisschen um. Wird heute höchstwahrscheinlich auch, wenn wir jetzt nicht ganz das Extreme finden. Hier hat er natürlich auch wieder zu laden jetzt. Deswegen ein bisschen die Chunk Rate, die Frame Rate ein bisschen runtergeschraubt.
Sichtweite könnte man natürlich reduzieren im Zweifelsfall. Es wird nur eine kleine Session heute. Wenn wir jetzt, wie gesagt, nichts ganz Brachiales finden, ich würde trotzdem mal übers Meer ein bisschen drüber hinweg paddeln. Da drüben sieht es noch so ein bisschen inselmäßig aus. Ansonsten ist das Ozeanbiom hier relativ groß. Wie gesagt, da hinten über den Tellerrand drüber hinaus, da müsste jetzt dann irgendwann, wenn wir jetzt die Sichtweite wahrscheinlich auf 30 oder so jubeln oder 40, was das Spiel wahrscheinlich nicht ganz packt hier, beziehungsweise unser PC so gut wie er ist, würde man wahrscheinlich unseren Gleisweg sehen in Richtung Neuland. So, das ist nur was Kleines hier. Eine ganz kleine Insel so. Die Frage ist halt, wie groß ist dieser Ozean hier eigentlich? Finden wir hier hinten dran noch irgendwelche Ländereien, die wir so nicht kennen? Ja, auch gerade so Sandsteinbiome, rote Sandsteinbiome und sowas haben wir ja auch noch nicht gehabt. Wäre auch mal geil, wenn wir sowas hätten. Ja, wie gesagt, da ist er jetzt schon ordentlich am Stüsseln gerade mit der Laderei. Die Frage ist, wie hoch ist denn überhaupt unsere Sichtweite hier? Na, die ist schon hoch. Ich werde die mal ein bisschen runterschrauben, damit wir hier halt einigermaßen spielen können. Da sehen wir zwar ein bisschen weniger. Das Problem ist halt, wie gesagt, nur, dass der sonst ganz schön zu tun hat. Wie gesagt, da nützen dir die 8 GB Arbeitsspeicher und die ganzen Grafik-GPU-Dinger alle nix, wenn das Spiel einfach mal ein riesengroßes Weltengebilde hier zu laden hat. Das ist immer ein bisschen schwierig. So, mal sagen, so ein bisschen nach rechts halten wir uns schon, aber so, dass wir wieder in Richtung, da geht der Mond auf, da geht er dann unter, dass wir in die Richtung mal so ein bisschen fahren, dass wir an unserem Land uns ein bisschen festhalten. Ich meine, wenn wir dann weiter nach rechts und drumherum, dann kommen wir wahrscheinlich irgendwann mal dahin, wo wir auch das Wüsten-NPC-Dorf hatten und diesen ersten Tempel, den wir damals gefunden hatten, auch mit der Schatzkarte, dies, das. Das ist natürlich immer relativ schwierig. Ist auch so geil, ich habe die Session angefangen, weißt du, und jetzt habe ich Hunger. Vielleicht wäre es auch manchmal cool gewesen, wenn es doch eine längere Session wird, vorher mal was zu essen. Es ist schon Nachmittag 14 Uhr. Ich habe zwar relativ lang geschlafen heute, aber ich habe echt noch nichts in mich reingemampft. So, wir hatten auch letzte Nacht wieder Dart gespielt mit unserer kleinen Truppe, mit unserer lustigen. Es ist dann alles sehr spät gewesen. Ich weiß gar nicht, wann ich zu Hause war. Ich glaube 3:30 Uhr oder so. Und ach, keine Ahnung. Aber auch nicht so berauschend geschlafen. War dann um 8, 9 schon wieder auf den Beinen. Erstmal in die Badewanne geschmissen. So ein bisschen chill und relax gemacht hier. Damit ich einigermaßen klarkomme. Man fühlt sich dann nach solchen Tagen einfach immer so bäh. Irgendwie ausgelaugt und kaputt und ja, haben natürlich auch ein bisschen was getrunken und so, und da ist das natürlich immer alles. Das hängt dann ganz schön in die Knochen. Man ist eben auch keine 20 mehr. Da hat man das auf jeden Fall noch bedeutend besser weggesteckt, die ganze Geschichte. So, da ist das jetzt hier erstmal so Birke, Birkenwald. Wenn wir mal den Blick so unter Wasser auch schweifen lassen, obwohl uns das immer nicht viel nützt, weil wir können ja uns nicht auch stundenlang unter Wasser aufhalten, aber die eine oder andere Höhle habe ich da auf jeden Fall auch schon entdeckt. Da hinten sind jetzt nicht Azaleen, sondern hier, wie heißen die gleich? Akazien. Akazien, da haben wir ja auch schon einige auf unserer Farm, da hatten wir hin und wieder schon mal in diesen Biomen welche mitgenommen. Das ist auf jeden Fall schon mal die Richtung, wo wir an Land schon mal unterwegs waren. Aber wir wissen halt auch jetzt mittlerweile, dass unsere Welt hier komplett links und rechts von Ozean umgeben ist, weil auf der anderen Seite waren wir auch schon mal unterwegs, wo wir unter anderem die vielen NPC-Dörfer gefunden haben, auch Schiffswracks, wo wir damals auch unsere Bahnschienen hingeklöppelt haben, bis zu den Katzen, wo ich die weiße Katze mitgenommen habe unter anderem und so weiter, und auch ab und zu mal diese Obsidian Dinger hier, die so ein bisschen wie Netherportale aussehen, nur in unvollendeter Ausführung. Ja, ich weiß nicht. Ich würde jetzt vielleicht gegebenenfalls einfach mal ja drumrum, wenn es geht. Aber wie gesagt, hier an Land ist jetzt erstmal nichts Spektakuläres.
da Cooleres zu sehen und wir machen in der nächsten Folge hier weiter.